Hier hat Julia noch einiges zu tun. In eine wassergefüllte Schale geben wir Kohlepulver. Das feine Pulver schwimmt auf der Wasseroberfläche. Berühren wir die Wasseroberfläche mit einem Stück Seife, passiert Folgendes. Der Kohlenstaub wird an den Rand des Gefäßes gedrückt. Um das zu verstehen, sehen wir uns den Vorgang auf Teilchenebene an. Die Seifenteilchen bestehen aus einer wasserabweisenden, also hydrophoben Kohlenwasserstoffkette und einer wasserliebenden, hydrophilen Kopfgruppe, die aus einem Ionenpaar besteht. Taucht man ein Seifenstück in Wasser, lösen sich die Seifenteilchen. Ihre polaren Köpfe interagieren mit den polaren Wassermolekülen.